Day Zero, Traveler Aki. I somehow came here on purpose, seeking the unknown, the chaos and surprises. From the moment on I arrived, everything happening was a surprise, yet strangely familiar. Not only to me, but to all the travelers gathering here. This logbook is my attempt to preserve the knowledge I gained and unhinge it from time itself. I do not know most travelers here, yet, as always when I leave the old world and enter places like this one, the interactions are heartfelt, respectful, and filled with genuine interest, particularly towards our distinctive differences. As my free thoughts, wild ideas, and my ways move and name myself have not attracted any negative attention, I can spend most of my time here interacting with other travelers and the environment. And these interactions are enriching in many, many different ways, as the travelers wear a cardio around their wrists. Cardio connects to each other, they call it cardio, as far as they know, or think. Ever think all cardio show is a special time we all share here? It started with an opening talk some travelers prepared, and it counts all the ongoing hours since then. I do not know if it will stop when the last workshop here is finished, or if this new time that started will go on. Herzlich willkommen zum CCC Camp Batch Talk vom CCC Camp Batch Team. So you might have been wondering what this strange audio was all about. Folgendes ist passiert. Ihr könnt euch vielleicht an Radio erinnern. Und wir haben da irgendwie ein bisschen einfach mit Radio rumgespielt. Und haben dann quasi versucht, also wie ihr hier sehen könnt, ich habe das nicht gemacht, ich erzähle euch nur, wie das passiert ist. Man kann quasi einen Datenlogger auf GNU Radio runterladen, klicken und dann zwischen dem Empfang und dem Loggen der Daten ein Zeitdelay einbauen. Jetzt haben wir versucht, mit diesem Zeitdelay ein bisschen rumzuspielen und haben es auf -2,5 Millionen gestellt. Und was dann passiert ist, ist, dass wir angefangen haben, richtig strange Sounds zu empfangen. Und daraus haben wir dann mit ein bisschen Krypto, quasi Future Krypto, das entschlüsselt, was ihr eben gerade gehört habt. Also deswegen auch dieses Rauschen und so. Und wir haben lange rumgeforscht, was das gewesen sein könnte oder gewesen sein gekonnt haben wird. Und haben herausgefunden, this is a message from the future and not just any future. It's a message from the CC Camp 2019. Also dieser Traveler Aki, den wir gerade oder die wir gerade gehört haben, berichtet von Day Zero. Davon gehen wir aus, vom Camp. Und wir haben jetzt festgestellt, dass wir irgendwie also diese Nachrichten aus der Zukunft haben und dass es irgendwas gegeben haben wird, was sich Cardio nennt und was um einen Arm oder so getragen wird. Und wir gehen davon aus, dass das Batch gewesen sein wird. Ja, soweit also mal die Erkenntnis. Und dann haben wir festgestellt, dass wir natürlich uns jetzt darum kümmern müssen, dass dieses Batch existiert haben wird, weil sonst lösen wir natürlich ein Paradoxon im Raum-Zeit-Kontinuum aus. Also wenn wir jetzt uns nicht darum kümmern, dass es dieses Batch gegeben haben wird, dann werden wir auch die Nachrichten nicht empfangen haben werden können und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was das für ein Durcheinander auslöst. So haben wir bis jetzt eine Forschungsgruppe zusammengetragen und haben angefangen rauszufinden, aufgrund von diesen Logs, wir haben noch mehrere erhalten, wovon ihr auch einige noch hören werdet und wir gehen davon aus, dass noch mehr kommen werden, aufgrund also von diesen Logs zu rekonstruieren, was dieses Cardio gewesen sein wird. Danke. Als
Allererst haben wir uns damit beschäftigt, was wissen wir denn überhaupt über dieses Cardio-Badge? Und es ging uns entsprechend darum, das Erste, was wir gehört haben, naja gut, das geht wohl ans Handgelenk, man kann es wohl tragen. Also haben wir uns damit auseinandergesetzt in unserer Forschungsgruppe, wie man das denn irgendwie so bauen könnte, dass man es denn getragen haben wird. Und haben ganz unterschiedliche Forschungsansätze gewählt. Der allererste Forschungsansatz war, dass wir versucht haben, das kleinstmögliche Gerät zu bauen, das man dann am Handgelenk tragen kann. Ihr seht, das ist ein Entwurf mit einer Platine. Es sind vier verschiedene Entwürfe und die Frage ist, wie kriegt man das denn möglichst klein hin? Und dementsprechend kamen hier so Ideen, dass man potenziell das Display auf den Akku geklebt haben wird und dann dementsprechend auch mit einer Platine das so hinzubekommen, dass das möglichst klein ist. Damit wir mal so einen Größenvergleich dann sehen, wie das gewesen sein hätte werden können, haben wir ein Handmodell da, das uns das einmal kurz präsentiert. Das ist eine aktuelle Größe. Hierfür. Man würde es also eben so an der Hand tragen. Ist natürlich jetzt ein wirklich einfacher Prototyp, der einfach im Wesentlichen die Platine und irgendwie ein Armband zeigt und damit können wir einschätzen, okay, das wäre wahrscheinlich die untere mögliche Grenze. Die oberstmögliche Grenze war ein ganz anderer Entwurf. So, was würde man denn gerne am Handgelenk tragen wollen? Wir haben das auch mal noch mal einmal wirklich mit einem menschlichen Arm im Größenvergleich hier. Das wäre also das Holzmodell für die größtmögliche Platine, die wir uns vorstellen könnten, die man gerne an der Hand getragen haben werden wird. Beide Vorschläge setzen sich entsprechend mit der Größe auseinander. Wir hatten noch ein ganz anderes Forschungsteam, das sich damit beschäftigt hat, wie trägt man das denn überhaupt der Hand? Es sind tatsächlich ein paar Probleme, über die man sich Gedanken machen wird. Nämlich zum Beispiel, dass man nicht zwingend eine Platine direkt auf der Haut tragen möchte. Allergien, Körperschweiß, alle möglichen Sachen sind natürlich unbequem. Man wird wahrscheinlich aber auch keine Chance haben, bis dahin ein Gehäuse designed gebaut werden haben zu sein. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, wie kann man das denn hinbekommen, dass das Armband das entsprechend sauber löst. Das hier ist ein Entwurf für ein Armband, das, also links sieht man quasi die Platine oben drauf, rechts sieht man die mögliche Befestigung. Es handelt sich dabei um von so einem Schnellhefter momentan die Verbinder, die da entsprechend auf die Größe sind. Das wird hoffentlich professioneller gefertigt werden sein können wollen. Glücklicherweise konnten wir auch weitere Sachen empfangen. Day one, Traveler Mooney. So far, I find out that when I move, cardio moves, as if it had its own orientation. Just now, I saw someone performing something that seemed like healing or measuring their blood. But that's not all. Today, I discovered that my cardio can pick up information about people's skills in my surroundings and led me to a person with a crazy hat that really knew a thing or two about goldsmithing. I actually found a way to transfer my own interest to the cardio, and from that point on, it started to oscillate softly when picking up similar interest in my vicinity. That's how I found a camp of hedonist creatures that knew more about security than I could have imagined. I don't know if it picks up brainwaves, or if it has to do with blue glow or what else is going on, but at least I learned again that my first impressions can be deceptive after. Ja, aus den Logs haben wir dann versucht, ein paar technische Details herauszuziehen, was denn dieses Gerät gekönnt haben wird. Und wir sind da auf diverse Dinge gestoßen und ihr habt jetzt auch noch gar nicht alle Logs gehört. Es gibt da jede Menge, die Dinge erzählen, was für Sensoren das Ding hat, was es so tun können wird oder getan haben wird. Und wir haben versucht, so
zu rekonstruieren, was können wir mit unserer aktuellen Technik tun, um das nachzuempfinden. Und das Erste war, wir sehen, wir hören von Leuten, die es in die Luft halten und dann macht es Dinge oder alternativ auch. Wir haben von Leuten gehört, die anscheinend es benutzt haben, um zu navigieren und herauszufinden, wo sie hingegangen sind und Ähnliches. Wir haben also uns gedacht, okay, wahrscheinlich ist da irgendwie ein Kompass drin und ein Beschleunigungssensor, vielleicht sogar mehrere. Aber so genau ist das gar nicht so zu sagen. Wir haben uns gedacht, wir setzen mal ein paar davon rein. Es sieht so aus, als ob das Gerät mit dem elektromagnetischen Spektrum interagieren konnte oder können haben wird. Hauptsächlich wohl im 2,4 Gigahertz Spektrum, gepulste elektromagnetische Strahlung, mit heutiger Technologie wahrscheinlich Bluetooth Low Energy. Vielleicht konnte es aber auch noch andere Modis, wir sind uns da noch nicht so ganz sicher, aber wir werden schauen, dass wir es so möglichst nah annähern, wie das, was es mal gekonnt haben können wird. Es sieht so aus, als ob es Floating Point Operationen gekonnt haben wird, und zwar mehrere gleichzeitig. Scheint Hochtechnologie zu sein, aber inzwischen haben wir ja Dual-Core und wie viel auch immer Core-Prozessoren. Wir glauben, wir können das auch abbilden. Ganz besonders, wir haben Berichte von Leuten, die sagen, dass es Dinge gemessen haben wird, geringe elektrische Spannungen. Scheinbar wird es auch Widerstände gemessen haben können. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, was das bedeuten soll, aber vielleicht haben Leute in der Zukunft ja noch lustige Dinge gefunden, die eventuell der Hautwiderstand von Lebewesen übereinsagt. Wenn, das ist bereits heutiges Wissen, wenn man solche Dinge kombiniert mit den spektralen Eigenschaften von Blut, sagen die Mediziner, kann man da interessante Sachen herausfinden. Wir sind der Meinung, dass die Menschen der Zukunft das bereits verwendet haben, um eventuell Blutdrücke oder Ähnliches gemessen haben zu können. Sicherlich wird auch in der Zukunft noch ein Krieg über Editoren herrschen, und um keine Verwirrung zu erzeugen und nicht die falschen Leute zusammenzubringen, haben die Badges bestimmt gesagt, wer welchen Editor verwendet gehabt wird. Und mit mechanischen Vibrationen, mit einem Display, eventuell mit einer kleinen Lichtshow. Wir sind uns sicher, dass in der Zukunft da lustige Dinge gemacht worden sind. Ich hoffe, wir können sie möglichst nah approximieren, denn wir wollen ja schließlich das Raumzeitkontinuum beibehalten. Entsprechend haben wir eine Menge LEDs vorgesehen, damit die Zukunft schön bunt wird und Leute sich gegenseitig finden, wenn sie den Arm in die Luft halten. Ihr habt ja vielleicht so Persistence of Vision oder Ähnliches. Ich glaube, die Zukunft wird bunt. Und aus all diesen technischen Dingen haben wir dann ein Design destilliert und wir hoffen, dass es die Zukunft möglichst gut approximieren wird. Ja, also wir stellen euch jetzt unseren aktuellen Forschungsstand vor. Wir haben uns vorgestellt, dass all diese Komponenten, die da verwendet sein worden würden, gar nicht auf eine Platine passen würden, gepasst haben werden würden. Deswegen wird es wohl zwei Platinen gegeben haben werden. Und die untere Platine wird viele Komponenten enthalten, unter anderem den CPU und die Komponenten, die gerade eben schon genannt wurden. Die Logs haben auch von irgendwas Fluffigem gesprochen, von irgendwas Metallischem. Und dementsprechend haben wir weiter geforscht. Ungefähr diese Größe wird dieses Ding gehabt haben werden, denn als Armband und als Armbanduhr muss es ja auch dementsprechend sein. Und ja, hier sind die ersten Rekonstruktionen der Platine
Also das ist archäologische Arbeit, deswegen ist noch nicht ganz klar, also es ist möglicherweise noch unpräzise, aber so könnte diese Platine ausgesehen haben werden. Genau. No. Ja. Das sollte sich bewegt haben worden sein. aber hier ist ein 3D-Modell unseres aktuellen Forschungsstandes. Die Platinen werden aufeinander montiert worden sein und mit einem Armband am Arm befestigt worden sein. Wir haben uns nach eingehenden Forschungen überlegt, dass ein Neoprenstoff mit einem Velcro an der Unterseite möglicherweise ganz praktisch gewesen sein werden könnte. und außerdem haben wir auch immer wieder von Erweiterungsmöglichkeiten gehört. Und auf diese Art und Weise könnte mit leitendem Draht, leitendem Faden weitere Komponenten an dem Armband befestigt worden sein. Ja, genau. Und jetzt geht's weiter mit der rekonstruierten Zukunftszeitlinie. The future is soon. Wir haben noch etwa 4 Monate, um das Raumzeitkontinuum zu retten. Und aktuell sind wir an einem Stand, der eine leere Platine hat und mit Bauteilen, die nur noch ungern mit der Hand zu löten sind. Wir haben daher aktuell einen Termin am Anfang Mai. Da werden wir die untere Platine bestücken und sie zum Leben erwecken, damit das Raumzeitkontinuum fortführen und 20 Prototypen bauen, die wir dann in der Bundesrepublik verteilen, vielleicht auch noch ein bisschen weiter, um zu schauen, dass möglichst viele Leute all die guten Dinge, die zum Camp passiert worden sind, auch umsetzen und die Dinge, die wir in den Logs sehen, in irgendeiner Art und Weise in die Realität umsetzen. 17. Juni ist unsere Deadline für finale Bestellung der Platinen. Dann wissen wir ganz genau, wie es ausgesehen haben wird, denn danach kann sich nichts mehr ändern. Wenn es nicht das ist, dann muss die Welt untergehen, weil das Kontinuum kaputt ist. Es hat sich vor 4 Jahren gezeigt, Flashen ist super am Camp. Wir haben wir können viele Leute mit Gummibärchen belohnen. Aktueller Plan also August, 19. August, Deadline für die Firmware. Ist ein knackiges Projekt, aber wir haben den Auftrag, das durchzuführen, ansonsten wird das Camp nicht passieren. Wir machen weiter mit einer Einspielung eines Logs. Day Zero, Traveler Mooney. In the world I am right now, travelers are relating themselves to the new time-space concept. They call it IoT, Input-Output Time. With my cardio, I can always see one shared time that counts every hour we are here in this community in a still very linear way. But besides this, I have my own input-output time. As for me, it's totally different to spend my time with my mind in virtual space or with my body in physical space. I programmed my cardio to a time cycle that takes my movement as an input and goes on with my time cycle if I physically move around. With my ongoing time colors of my cardio, general LED slowly shifts from light yellow to violet. Today I met a traveler that had an interesting perspective on his own rhythm. Because they feel insecure about the amount of time they want to spend on their own to rest, they programmed their cardio to a cycle that goes on to the next unit of time when they shake their cardio heavily. So they decided to shake their arm for every moment they experienced and aim to rest every 10 moments for some time in camp mode. I hope to meet them again to see how he feels with his time. I just loaded a pulse
input time cycle in a village where all local travelers shared this pulse time. I will join into this time now. It is an interesting new way of relating my time cycle to my physical being. Most villages have a sort of loading and connection stations, so each traveler can come with their cardio and get new and different times, loadables, jokes, and they're even in some kind of dictionary. There is some kind of a dictionary thing. These stations are called... Day 1, Traveler Aki. Since this morning, my view on cardio changed again, and I found out about the possibilities of communication through color. Not only can one sync with other travelers by showing the same blinking theme while holding cardio high above one's head, there are also three colors that have a special meaning for everyone here. Three lights framed by a yellow, a blue, and a green circle are used to communicate one's scope of interaction with the world. If the yellow light is active, travelers somehow seem to be in a wild adventure mode or in some mission. They call it the chaos light. The blue one seems to stand for a general open and communicative mode. I saw travelers starting conversations a lot with blue light at others. The green one is a sign for travelers to be in so-called camp mode, which to me means to do self-care. To not be visible for other travelers because I'm fine with being for myself. Since I started to use this interaction, experiencing the blue mode is the most exciting to me because I'm still not used to people just starting conversations with me and I'm enjoying it a lot. I appreciate the comfort that comes from activating the green light. I can be totally by myself, although I'm floating around. It feels like a lot of different perspectives were included in designing all those interactions for cardio. I wish I knew more about the travelers that developed all this. Ja, wir sind momentan ein Team von futurologischen ArchäologInnen. Und es muss aber noch vieles rausgefunden werden, damit wir ein Paradox vermeiden können. Und da seid ihr alle aufgerufen, auch zu ArchäologInnen der Zukunft zu werden, auch nach Interactions zu suchen, nach Loadables zu suchen und zu schauen, was da noch entstanden sein könnte. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass die einzelnen Villages vielleicht auch, nachdem sie sich mit ihren eigenen Villages am besten auskennen, diejenigen sein sollten, die für ihr eigenes Village nach den Interactions suchen könnten. Weil nur dann können wir sicherstellen, dass alle Camp-Villages auch eben die passenden Interactions gehabt haben werden. Ansonsten gibt es das Kernteam, was sich bisher mit vielen Dingen auseinandergesetzt hat. Aber unsere Logs haben auch noch andere Sachen uns gezeigt. Und zum einen soll dieses Badge mit dem Design des Camps zusammen sich in ein Design eingefügt haben werden. Und da haben wir überhaupt gar keine ExpertInnen. Und deswegen suchen wir da noch ExpertInnen, die sich da mit diesem damit auseinandersetzen, wie dieses Badge ausgesehen haben könnte und auch wie die Kommunikation ausgesehen haben könnte. Außerdem haben wir uns in den Logs auch danach umgesehen, ob es irgendwelche Probleme mit der Bedienung gegeben haben könnte, aber hat es nicht gegeben. Und deswegen glauben wir, wir brauchen besondere Aufmerksamkeit für UI, UX, also wenn da Expertinnen existieren, die sich damit auseinandersetzen wollen, wie das ausgesehen haben könnte, wäre das auch willkommen. Ähnlich sieht es für Bluetooth Low Energy aus, iOS Development, also wir haben schon herausgefunden, dass es mit Android interagiert haben worden sein wird.
Mit iOS wird es auch passiert sein werden sollen. Und ein weiterer interessanter Punkt ist, dass Ethik und Biopolitik auch immer wieder in den Logs vorkommt. Und auch da wollen wir eine eigene Forschungsgruppe starten, die sich eben mit der Ethik und der Biopolitik von so einer Art Device auseinandersetzt. Ja, und zu allerletzt, die Metallteile werden auch irgendwie gefertigt worden sein müssen. Und auch da haben wir einfach keine Ahnung, wie das so ausgesehen haben könnte, würde werden. Nein, ich weiß es nicht. Von daher, auch da sind noch Forscherinnen willkommen. Ansonsten könnt ihr uns gerne kontaktieren, entweder morgen in unserem Batch-Workshop, wo wir nochmal genauer auf Fragen eingehen und vielleicht ihr das Ding auch mal anfassen könnt, unser aktuellen Forschungsstand. Und ansonsten haben wir natürlich auch andere Kontaktmöglichkeiten, unter anderem Twitter Mastodon. Wir sind im IRC und auf Matrix und wir haben auch ein Wiki, wo ihr nachschauen könnt, was bisher rausgefunden wurde. Ja, vielen Dank. Und jetzt zu den Fragen. Ja, guten Morgen. Ich habe hier ein paar Fragen vom Internet oder spezifischer das Batch.Team-Team. Die haben so ein paar Fragen, die haben sich gefragt, ist der Pre-Event User Experience, so können wir mal voraussichtlich mal Apps davor programmieren? Gibt es einen Toolchain-Emulator oder sowas? Wird es sowas geben? Dass wir nicht auf dem Camp waren alle schöne Interaktionen mit anderen Sachen, aber zu Hause, wenn wir verpeilen, mal was programmieren können. Soweit ich das weiß, wird es das gegeben haben. Okay, ja, nee, gut. Ich bin nicht so gut in German past tense, tense, whatever. As far as I can tell, it will have been there. Okay, gut. And schematics, base firmware, will that be released? I think it will have been released as soon as it has been done. Okay, yes. And then one question. The schematics are already online. Okay, that's good. And then one question for myself. I saw you want to flash 5,500 batches or something 2 days before the event while at camp. Aren't you, I've seen also some things in the past, and I've also seen events where they flash the batches up front with some basic firmware and do them at the camp and over the air update, so you don't have to flash them all, but you can distribute it over all your users. Isn't that an idea, or? English, German, well. Ja, mir egal. Dir egal. Wir haben eine gute Erfahrung gemacht mit dem Radio-Badge, dass wir das vor Ort geflasht haben. Im Besonderen ist halt einfach so die allererste Firmware im Zweifel tatsächlich eine ganz schöne Hemmschwelle für Einsteiger in der Elektronik, das irgendwie geflasht zu bekommen, die ganze Toolchain und so weiter auf dem Rechner irgendwie vorzubereiten. Natürlich könnte man Stationen vorbereiten, wo die dann vorbeikommen. Nachdem wir tatsächlich auch die zusammenpacken müssen, das heißt, wir haben bestückte Platinen auf der einen Seite, aber wir müssen die auch irgendwie mit allen anderen Bauteilen, die ihr noch braucht, um das Batch fertig zu montieren, irgendwie zusammenpacken, haben wir einfach beim Radio eine sehr gute Erfahrung gemacht, dass wir da mehr oder minder so eine Fertigungsstraße aufgebaut haben und es waren eben am Camp einfach bei Tag minus eins schon so viele Helfer und Engel da, die da gerne helfen wollten und dementsprechend war das tatsächlich beim letzten Mal kein Problem und wir gehen davon aus, dass es dieses Mal auch in diese Richtung kein Problem wäre. Okay. Werden, würden sein, könnten. Ja, ja, das, ja, danke. Any more questions? Or maybe just ideas?
Ja, gut. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen auch am Easter Hack sein und Mensch kann jedes von uns persönlich ansprechen und ins Gespräch kommen zum Thema, wie unsere Forschung weitergehen wird. Und wir freuen uns über jede und jeden, der die sich uns anschließen mag oder für sich selber weiterforscht. Vielen Dank. Wie ihr seht, ist das leider das Bild nicht so gut. Das ist alles sehr klein. Das wird noch eine ziemliche Herausforderung können sein wollen. Wir haben hier Bauteile drauf. Das sieht man hier ganz schlecht. Das ist ein BGAs mit einem 0,4 mm Pitch, also 0,4 mm Abstand zwischen den Balls. Also wir werden die Produktion, wird so Anfang Mai in Berlin wahrscheinlich starten. Und dort werden wir auch mit dem Fertiger noch mal ein bisschen gucken, ob dieses Design, was wir uns erfunden haben, dann auch wirklich final funktioniert. Das ist halt wirklich etwas, was man auch nicht mehr vor Ort, also man kann vor Ort vielleicht nach 0201, es gab hier so eine Lötchallenge zum Löten, da konnte man das mal ausprobieren. Also das Maximale, was man da auch noch reparieren kann, ist vielleicht mal ein heruntergefallenes Bauteil noch mal anlöten. Mehr wird da nicht gehen und wir hoffen alle, dass der Prototyp funktioniert. Und sobald wir da die ersten Ergebnisse haben, und ist auch das Ziel, dass wir auch Hardware, wie der Schneider schon gesagt hat, unter die Leute bringen, dass auch wirklich ihr dabei sein könnt und ihr wirklich mit aktiv an der Firmenentwicklung arbeitet, dass wir einfach eine tolle Firmware haben, tolle Interaktionen haben werden. Und lasst uns daraus ein tolles Batch machen. I have one final question, and that is, after the camp user experience, will there be any software support for longer term usage, or is it just after the camp going to be a part of historic e-waste? So the goal is not to produce e-waste, of course. since the rocket, we always figured, what is something that is useful after the camp? And not something else to hang around your wrist, around your neck. So yes, there will be a useful functionality after camp. That is absolutely the goal. Yes. More questions? Habt ihr auch schon die Außenmaße veröffentlicht, dass die ganzen 3D-Drucker-Leute unterschiedliche Gehäusedesigns vorbereiten können? Wir haben dieses Platinenlayout, das hier ist, das ist also die untere Platine. Sie ist noch nicht final. Es könnten sich noch Änderungen ergeben. Deshalb auch die Zeitlinie. Mitte Juni ist finaler Zeitpunkt für jegliche Änderungen an dieser Platine. Wir erwarten allerdings nicht, dass es große Änderungen in dieser Richtung geben wird. Viel interessanter ist die obere Platine, da sie das Camp-Design enthalten wird. Da müssen wir noch ein bisschen uns mit dem Camp an sich absprechen, wie früh das veröffentlicht werden kann. Also das ist auch gleich noch eine Frage, Wir sind auch mit dem Display noch nicht so weit. Das Display ist noch nicht final ausgesucht. Das suchen wir noch. Da kommt ja oben auf die Oberplatine ein Display. Die Platine ist gerade am Entstehen für die Top-Platine. Dort werden wir auch ein Design veröffentlichen mit dem Stecker und den Abmaßen, dass ihr die Chance habt, sogar eigene Designs für die obere Aufsteckplatine zu machen. Und werden die Requirements rausgeben, weil darüber der Akku zum Beispiel auf die untere Platine geht. Dass ihr auch sogar die Chance habt, da euch eigene Designs zu überlegen, sogar obendrauf was anderes drauf zu bauen. Da war noch eine Frage. Ja, habt ihr euch irgendwas überlegt, wie ihr das effizient zusammenschraubt? Weil das ist ja Horror, die vier Minischräubchen. Ja, da kommt gerade das Video. Ja, das ist natürlich immer so die Frage, auch aus Kosten, was kosten so Verbinder? Das sind M2-Schrauben mit Torx T6 wahrscheinlich oder T5. Also wir werden das auch rechtzeitig sagen, bringt euch genug Schraubenzieher mit. Hier unten seht ihr diese zwei Metallstreifen. Also wer da noch einen Fertiger kennt, wo man diese Metallstreifen ausstanzen lassen kann, möglichst kostengünstig, haben wir jetzt gerade ein Angebot für 1 Euro pro Stück, glaube ich.
Das wird mit zwei Senkschrauben nach unten durchverschraubt und das ergibt die IKG-Kontakte. Also man den dritten Kontakt macht man, indem man den Finger oben drauf legt. Und es ist halt, was man halt mit der Hand machen kann. Dazwischen liegt auch der Akku, der liegt zwischen den Leiterplatten. Der wird oben auf die Oberplatine eingesteckt und speist quasi über diesen 30-Poling-Stecker, wo auch entsprechend GPIOs drauf liegen und I²C und SPI, das Badge. Ja, das ist, es muss einfach zu machen sein, das ist zwar fummelig und wir werden genug Schrauben mitbringen, auch für die im Gras verschwinden, dass die Leute Ersatz haben. Wir werden einfach ein paar hundert mehr bestellen. Also ich kann da nur empfehlen, ich kann da ein ähnliches Produkt, da eine Vorrichtung zu bauen, die das Teil automatisiert. Ich kann da nur empfehlen, eine Vorrichtung zu bauen, die das irgendwie aligned und dann die Schrauben rein versenkt, weil in der Praxis geht das extrem schief. Sorry, also die Antwort auf die ursprüngliche Frage, die ich glaube, dass du gestellt hast, ist, die Teilnehmer schrauben es selber zusammen. Ja, viel, also... Also in den Logs kommt auch irgendwo vor, dass es Stationen gegeben haben wird, an denen die Bändchen dran montiert werden können, worden sein und auch eben Erweiterungen und vielleicht auch Verzierungen und diese Dinge angebracht werden worden sein können. Und deswegen gehen wir davon aus, dass das alles gut machbar ist. Also der Prototyp, der hier ja gerade unter der Kamera lag, ist auch mit genau diesen Schrauben zusammengeschraubt und das habe ich so mit meinen Wurstfingern mit den Händen geschafft und noch mit der Zange kurz ein bisschen festgezogen. Ich hätte noch eine kurze Frage. Ihr hattet da vorhin was angesprochen mit Spektralmessung vom Blut. Ich denke da jetzt an SpO2 oder sowas. Wo genau befindet sich der Sensor? Weil ich sehe jetzt da in dem 3D-Rendering kein Cutout an der Unterseite der Uhr. Die Uhr hat Privacy-Features und macht keine Messung von SpO2 auf der Unterseite, sondern eine Finger-Based-Messung. Mit dem Finger obendrauf, rot, Infrarot und eventuell noch mit einem dritten EKG-Kanal. Genauso wie der Mensch das gerade hier demonstriert. Genau, dazu noch eine weitere Frage. Ihr sprach vorhin von Blutdruckmessung, aber ich denke, ihr meint Pulsmessung, oder? Es gibt die Option, ein EKG und die Blutwelle zu verbinden. Im Prinzip, was du tust, ist, du misst das EKG und definierst quasi den Zeitpunkt, wann das Herz schlägt und schaust, wann kommt die Welle im Finger an und kannst daraus Rückschlüsse auf den Blutdruck ziehen. Das ist allerdings eine Messung, die nicht absolut ist. Du musst sie einmal kalibrieren und dann ist sie für ein paar Wochen stabil auf ein paar Prozent. Das ist der aktuelle Forschungsstand, den wir kennen, aber ich glaube, das ist etwas, womit Leute noch spielen müssen. Also wenn das klappt, wird dieser Sensor auch nochmal ein weiteres EKG enthalten, das wird wahrscheinlich kommen werden. Und das Ziel ist auch so, dass ihr quasi gleichzeitig, wenn ihr diesen SpO2-Sensor berührt, auch den dritten Kontakt fürs EKG schließt. Also auch das EKG funktioniert nicht so am Handgelenk, weil ich die dritte Information über das Herz laufen lassen muss. Und das mache ich dann quasi mit der rechten Hand auf das Badge zu drücken. Und dadurch erzeuge ich den dritten Kontakt. Und da kann ich dann gleichzeitig sozusagen das SpO2 messen und dann, wenn es richtig kalibriert ist, sogar einen Blutdruck. Das müssen wir ausprobieren. Wir haben auch unser erstes Amazon-Blutdruckmessgerät und wir werden testen, wie gut das funktioniert. Noch ein Nachtrag zu den Schrauben. Also wenn ihr eine Vorrichtung haben wollt, zu schrauben, dass man da die Schrauben einlegt und sowas, macht eine. Gebt einen 3D-Druckervorschlag zum Auslesern und bringt sie mit. Arazil. Nur eine Frage noch, weil ihr ja direkten Hautkontakt von den Metallteilen habt. Habt ihr euch überlegt, dass ihr vielleicht Kleinserien alternativer Stoffe nehmt, also nicht meinetwegen... Ich weiß nicht, was ihr derzeit für die Metallteile plant, aber in Anführungszeichen noch irgendwie ein paar vergoldete Metallteile für die ganzen Allergiker oder sonst irgendwas, weil dieses Teil könnte sonst für einen Anteil der Kongressteilnehmer nicht tragbar sein, ohne allergische Reaktion. Also wir haben da Edelstahl vorgesehen, auch die Schrauben sind Edelstahl und diese Plättchen werden Edelstahl sein. Allein schon, um diese Nickelproblematik zu umgehen.
oder Kupfer. Aber das ist einfach, wir können nicht, also ich weiß nicht, ob man da noch irgendwas Vergoldetes macht. Für die Leute muss man dann sich halt was überlegen. Wir werden auf jeden Fall die Specks rausgeben. Das ist ein Metallteil mit zwei reingestanzten Senklöchern, wo die zwei Senkschrauben reingehen. Und das wird auch Edelstahl sein und muss ja auch entsprechend entgratet sein, dass da keine Verletzungen entstehen. Ich glaube, das ist das Neutralste, was wir wählen können. Und prinzipiell geht es auch ganz ohne Metallkontakt, also wenn einfach nur das Wristband da dran genäht sein wird, dann besteht da auch überhaupt gar keine Allergiegefahr. Ja. Und trotzdem, dadurch, dass das Velcro so dick ist und dieses Neopren, ist es auch möglich, komplett an der Oberseite zu nähen. Von daher wird auch mit den Conductive Thread kein Hautkontakt hergestellt werden sein können. Ja, in diesem Sinne danken wir euch herzlich für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr auch selber aktiv werdet in der Forschung, sei es eigene Interactions zu produzieren, sei es euch mit eurem Village zu überlegen, was da genau der Zusammenhang gewesen sein können wird zwischen den Cardios und quasi diesen Stationen bei den Villages, oder sei es einfach, dass ihr quasi mit einsteigt in das Forschungsteam. Vielen Dank, und wir haben morgen um 14.30 Uhr einen Workshop und freuen uns, wenn ihr da kommt und wir da länger und ausgeführt über Details sprechen können.